Wer aber Frieden will, der rede vom Krieg. Hallo und herzlich willkommen in der Scheinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und ich habe euch heute mal mit dem Leitzitat vom Panzermuseum begrüßt, weil es geht auch indirekt wirklich darum, beziehungsweise direkt darum. Und zwar habe ich heute wieder ein Modell von Kobi auf dem Tisch. Und zwar den Leopard 2A5 TVM. Ich habe mittlerweile auch gelernt, eigentlich könnte man nicht sagen 2A5, sondern wirklich TVM. Man lernt sehr viel, gerade wenn ihr euch in Bezug zu dem Modell auch mit dem Panzermuseum selber beschäftigt, was auch das Modell angeht. Die haben verschiedene Videos auch dazu. Das ist hochinformativ und ihr lernt wirklich viel dabei. Gerade auch was hier die Geschichte um den Leopard angeht, gerade auch bei dem Modell, ist unbedingt zu empfehlen. Wie kommen wir jetzt eigentlich dazu, dass sowas machen? Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe das gesehen gehabt, dass das Panzermuseum die in einer geringen Auflage hat, von 200 Stück. Speziell, weil hier auch die Leute von dem Verein mitgearbeitet haben und ich habe dann hier auch zugeschlagen, weil ich habe eine Bekannte, beziehungsweise wir haben eine Bekannte, die sitzt da oben direkt vor Ort. Und dann habe ich gesagt, geh doch mal rüber, kauf mal eins und schick's mir mal zu, damit ich halt auch so eins mit Echtheitszertifikat, boah, heute ist es schwierig, haben. Ich habe dann die Nummer 100 von 200 bekommen und ich finde das wirklich super. Also auch, dass die wirklich viel Arbeit da reingesteckt haben und das wirklich detailgetreu machen wollten, beziehungsweise gemacht haben. Ich habe kleinere Mangos schon festgestellt gehabt, aber das ist nicht so schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Weil das, was man halt jetzt auf den ersten Blick sieht, wenn man die Videos auch vom Panzermuseum selber gesehen hat, ist halt, dass das Heck hinten eigentlich, also der Turm hinten eigentlich ein bisschen länger ist, aber das Kinderkram, das Kleinigkeiten, das ist völlig egal, finde ich jetzt persönlich. Es ist jetzt nicht so ausschlaggebend wie bei anderen, sondern wir haben einen schönen langen Turm, wir haben jetzt hier eine schöne große Wanne, wir haben ein vernünftiges, cooles Modell, das hat Spaß gemacht beim Bauen, wir können auch in den Motorraum gucken, hier hinten, das lässt sich alles bewegen, lässt sich alles gucken. Fahren ist ein bisschen schlecht, das liegt aber daran, dass er halt diese komischen Ketten hat von Kobi, die mir persönlich auch nicht ganz so harmonieren. Ich habe eher diese breiten Ketten, die gefallen mir besser, aber die schmalen Ketten. Mein Gott, es ist ein Modell zum Hinstellen, nicht zum Spielen. Ja, das muss man immer bedenken dabei. Gut. Zum Set selber. Ihr könnt das auch mittlerweile überall anders kaufen. Ihr bekommt dann halt kein Netz sowas Schönes dabei, weil ich glaube, die 200 sind mittlerweile auch weg. Das richtig mitbekommen habe. Und zwar haben wir jetzt dann hier die Setnummer 2620 mit 945 Steinen. Minifigur ist keine dabei. Dafür habt ihr quasi Lizenz vom Panzermuseum. Hier ist dann auch nochmal die Geschichte und alles mit drauf. Beziehungsweise hier steht ein ganzer Text in Englisch drauf. Habe ich mir eigentlich noch gar nicht gegeben. Aber das sieht mir aus wie quasi alles, was ihr an Informationen bekommt, wenn ihr auch direkt nach dem TVM sucht, nach diesem Truppenversuchsmuster. Ja. Weil die Geschichte dahinter ist sehr interessant, wie es überhaupt zu dem Truppenversuchsmuster kam und was es damit überhaupt auf sich hat, was ein Truppenversuchsmuster ist. Also wirklich, da, wenn ihr den baut, ja, macht den YouTube-Kanal von dem Deutschen Panzermuseum auf, sucht gezielt nach den Videos hiervon und schaut es euch nebenbei beim Klemmen an. Ihr lernt wirklich jede Menge, gerade was auch angeht, im Allgemeinen, was diese Generation der Leopards so auf sich hat, dass er ein Bindeglied ist, eigentlich auf dem 2A4 basiert und dann immer weiterentwickelt wurde und weiter und weiter und weiter und schlussendlich in gar keiner Kategorie eigentlich mehr richtig zu finden war. Das ist zumindest das, was ich jetzt daraus gelernt habe. Deswegen eigentlich TVM, TVM Max, glaube ich sogar. Und der ist halt jetzt auch so gestaltet, auch von den Aufklebern, also, ja, ich sage Aufkleber, das ist ein Drucke. Bisschen doof, das ist ein Drucke. Auch von den Drucken her, wie das Original auch. Wenn ihr euch die Videos anguckt, ihr seht zum Beispiel die Kennung hier vorne, die ist gleich. Die Muster und alles. Da ist halt schon viel Liebe und Detail drin. Und das macht auch Spaß dann. Da
wenn man sowas hat. Finde ich persönlich. Ich habe jetzt daran nichts großartig zu meckern gehabt. Das seht ihr auch am Ende im Review. Ich spreche halt so die Kleinigkeit an jetzt hier. Und ich zeige euch den dann. Und wir gehen mal voll durch. Und damit könnt ihr euch dann auch darüber freuen. Ihr kennt das von mir. Ich mache das jetzt so. Es gibt jetzt das Unboxing. Und danach schauen wir uns die drei einzelnen Abschnitte an. Was wird wo gebaut? Das heißt Rohbau Wanne, Wanne Fertigstellung und dann Turm. Ihr könnt wieder, wenn ihr euch das so langweilig ist, mit den Timestamps durchklicken. Und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt viel Spaß. Guckt unbedingt mal rein. Erdras Panzermuseum bitte. Weil es ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ich selber war vor einiger Zeit schon mal da. Das ist zu lange her, als dass ich mich jetzt vernünftig daran erinnern könnte. Ich kenne hauptsächlich das Panzermuseum nur noch von den Videos. Gerade Strahl auf der Heide und sowas. Gerade jetzt mit kleinen Kindern. Wir haben keine Zeit für Urlaub oder alles. Das frisst einfach alles weg, dass man mal hinfahren könnte. Aber das steht definitiv auf dem Programm. Da möchte ich gerne wieder hin. Das auf jeden Fall. Weil ich fand das damals schon sehr cool, gerade wenn man sich das überlegt, was an Maschinerie und alles da ist und existiert. Dass das wirklich auch gepflegt und gewartet wird, dass die Jungs und Mädels, die da mitwerkeln, da das alles am Laufen halten, das ist Wahnsinn. Das finde ich einfach Wahnsinn. Ja gut. Ich höre auf zu quatschen. Ich gebe euch jetzt das Unboxing und dann hören wir uns nach dem Teil 1 wieder und dann schauen wir mal, wie es am Ende ist. Ich habe das Wichtigste gesagt. Links und alles zum Panzermuseum. Die einzelnen Videos, die ich jetzt im Speziellen meine, verlinke ich euch auch unten drunter, damit ihr das alles direkt habt. Braucht ihr nur in die Infobox gucken. Gut. In diesem Sinne, viel Spaß und bleibt dran. Abschnitt 1 vom Lego ist fertig. Und ja. Es ist Kobi. Das soll gesagt sein, ihr merkt, dass es sehr massiv ist. Was ich immer wieder bei Kobi richtig schön finde, gerade bei den Panzern. Panzer sind massive Kriegsmaschinen und dass die dann auch wirklich so massiv sind, ist super. Mein Bruder hat gesagt, ich soll explizit nochmal auf die Steinequalität eingehen, weil die ja bei seinem letzten Kobi-Modell nicht so das Wahre war. Ich kann aber jetzt keinen Unterschied feststellen. Er hat gesagt, das wäre jetzt ein Stückchen schlechter geworden wie Lego, aber ich kann da wirklich keinen Unterschied feststellen zu vorher. Wirklich nicht. Ich meine, klar, die Optik hat ein bisschen gelitten mittlerweile. Man sieht mehr Pressmarken, die Steine sind ein bisschen unsauberer geworden. Das ist jetzt was, was mir halt auch extrem auffällt. Das ist aber jetzt weniger der Punkt, finde ich. Naja. Was wir jetzt sehen, ist halt jetzt hier hinten der Motorraum, den wir gestaltet haben. Wir haben das Heck mit den abgestuften Dingern. Und wir haben hier quasi das Fahrwerk auch schon vorbereitet.
und alles immer wieder mit diesen flachen Platten hier versiegelt, so wie wir das von Kobi gewohnt sind. Und ich würde sagen, ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bei Kobi ist das eine einfache Sache. Ihr steckt Steine aufeinander. Ihr müsst nur aufpassen, habe ich da jetzt einen Vierer, einen Fünfer, einen Sechser oder einen Siebener. Das ist auch alles. Mehr muss bei Kobi nicht beachtet werden. Ansonsten ist das völlig simples Steine stecken. Ich meine, klar, die Planung und die Ideengebung für so ein Modell sind schon eine Herausforderung. Aber für uns als Nutzer bzw. als Bauer der Sets ist das ja dann irrelevant. Wir haben die leichteste Arbeit quasi, weil wir nur die Steinchen aufeinander stecken. Als Unterbau hier dienen ja auch große Steine. Diesmal hier ist auch ein bisschen Luft eingebaut, aber auch nicht viel. Das sind jetzt hier vorne, glaube ich, 2x8 auf beiden Seiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ungefähr von dem Ausmaß, was hier an Luft drunter ist. Ansonsten ist das voll. Gut, ich würde sagen, ich mache weiter, weil der Bau macht wieder sehr viel Spaß. Es macht mir sehr viel Freude. Vor allem, weil ich weiß, dass es wirklich ein tolles Ding ist und es dem Panzermuseum auch hilft. Ne? Das muss man ja wirklich herausheben und hervorheben. Deswegen mache ich jetzt weiter und schaue mal, wie es in der nächsten Tüte weitergeht. In diesem Sinne, bis gleich. Nach Tüte 2 sind wir jetzt mit der Wanne eigentlich unten fertig. Probleme haben wir jetzt heute mal die Reifen bereitet, die Räder, weil die sehr, sehr schwer drauf gingen. Deswegen sehen die auch so ein bisschen verhunzt aus. Das ging jetzt nicht so glatt. Ist jetzt suboptimal, aber naja, gut. Ihr wisst, wie es ist. Es sind Modelle zum Hinstellen, zum Anschauen. Und keine Fahrmodelle. Deswegen ist das jetzt auch nicht schlimm. Die Ketten bewegen sich fast gar nicht. Das liegt aber auch zum größten Teil daran, dass das halt nicht so optimal ist mit den Ketten. Weil das sind diese kleinen Kettenglieder, die sowieso so schlecht laufen. Aber es geht ja dabei auch hauptsächlich um den Look, um die Optik. Ne? Jetzt hier neben die Flügel wieder runtergemacht. Für die Seiten. Wenn dann jetzt mal schauen, ich finde diese Schlauch-Kombi hier hinten richtig gut. Ist klasse gemacht. Ich finde auch, dass das mit dem Nummernschild hier richtig klasse. Wobei ihr da aufpassen müsst, ich habe den Stein aus Versehen nicht gesehen, dass der bedruckt ist. Und habe den verbaut gehabt. Deswegen muss ich den dann hinterher wieder suchen. Nach 2 oder 3 Schritten. Dann müsst ihr aufpassen, dass er den gleich raussortiert, wenn er das Set selber macht. Ja. Aber ansonsten, die Drucke sind hier wie immer schön. Sind ordentlich. Jetzt hier hinten aufmachen. Wir können uns den Motor auch mal anschauen. Da ist jetzt nicht viel Spannendes mehr dabei. Aber naja. Klappe schließt auch nicht so richtig. Das steht so 1 mm hoch. Weiß aber auch nicht jetzt, wo dran das liegen könnte. Wahrscheinlich eher daran, dass die hier unten nicht komplett aufliegen. Nee. Ändert sich nichts gerade. Mal gucken. Die vielleicht so ein bisschen bewegen. Nee. Aber naja, gut. Das ist ja jetzt mal irrelevant. Auf einem schönen glatten Tisch würden jetzt die Ketten sowieso nicht drehen. Das haben wir ja schon immer ausprobiert, beziehungsweise schon immer dieses Problem gehabt. Ich gucke gerade, der Sherman hatte das letzte Mal diese Ketten und der Abrams, der hat auch die Ketten. Deswegen habe ich gerade mal nach oben geguckt, welcher Panzer diese Ketten hatte. Wobei ich ganz ehrlich bin, da hätten auch andere Ketten drauf kommen können. Diese breiteren von Kobi. Die hätten dem jetzt keinen Abbruch getan. Aber naja, gut. It is, where it is. Ich bin gespannt, wie jetzt die Proportionen dann mit dem Turm aussehen.
ob die dann jetzt stimmiger sind, weil ich habe von vielen Beschwerden darüber gehört, dass bisher bei Kobi die Türme nie so passend waren, was die Leopards angeht. Das werde ich auch gezielt ausmessen dann hinterher und werde auch gucken, ob das jetzt stimmt. Also ich sag mal, wenn eine Abweichung drin ist, ist normal, weil es sind Klemmbausteine. Es ist jetzt hier kein Plastikmodell wie von Revell oder sowas, wo das zielgenau kommt und passt, wo ich das auch so anpassen kann. Aber ich muss ja jetzt mich hier an den Formfaktor der Steine halten. Da kann ich sowas nicht bis aufs Hundertstel genau machen. Ne? Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, mache ich jetzt weiter mit Tüten Nummer 3 und dann schauen wir uns mal an, wie das hier alles aussieht am Ende. Abschnitt 3 hat sich jetzt ausschließlich mit dem Turm befasst und ich muss sagen, ich habe jetzt schon einige Leos gebaut und mir hat der jetzt hier am meisten Spaß gemacht. Turm ist unspektakulär, es gab für mich persönlich hier nur ein Problem, hier gibt es einen Fehlstein. Das belastet mich aber jetzt weniger, weil das ist ein langer schwarzer Stein, der hier oben rüber geht. Ich habe jetzt einfach einen grünen genommen, den ich noch übrig hatte und habe den da hingesetzt. Dann passt das auch. Dann ist es zumindest einigermaßen zu. Ich mache das jetzt das extra in Anführungszeichen. Kommen wir mal zum Review. Also im Gesamten gesehen ist das Modell cool. Ist in Ordnung. Da steckt viel Liebe drin und viele Details. Was mir aufgefallen ist, ist in Bezug gerade zu den Videos vom Panzermuseum, wenn ich das Modell und das Original so ein bisschen vergleiche, dann ist hier hinten ziemlich knapp. Der hätte eigentlich ein Stückchen länger sein müssen. Das kommt mir jetzt zumindest so vor. Ich habe das Original jetzt nicht live gesehen, sondern ich gehe jetzt von der Optik her, die ich halt gesehen habe, hier und in den Videos. Ihr könnt das hier euch auch selber anschauen und könnt euch eine Meinung dazu bilden. Ich meine, so an sich finde ich den cool. Die Geschichte dazu ist auch sehr interessant. Vor allen Dingen, wenn man den baut und sich nebenbei wirklich die Geschichte des Truppenversuchs. Nee. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich habe es total vergessen gerade. Das TVM. Truppenversuchsmuster. Jetzt habe ich es raus. Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Halt anschaut, da gibt es einen längeren Bericht zu, wo halt auch alles erklärt wird. Und das fand ich halt wirklich cool. Und das habe ich mir auch nebenbei angehört und angeschaut beim Bauen. Das war sehr informativ. Und da lernt man halt auch wirklich sehr viel über das Modell selber jetzt. Was man da jetzt gebaut hat, wieso, weshalb, warum. Also ich kann es jedem empfehlen. Vor allen Dingen sich das Ding direkt halt beim Panzermuseum zu kaufen, weil das hilft denen auch. Ja, mit dem Verkauf generieren die auch ihr Geld und das Geld fließt wieder in den Verein zurück und der Verein ist dafür da, dass halt auch sich um alles gekümmert wird. Ja, na, warum passt das hier nicht? Ah, so, weil es schief stand. Also der wandert jetzt auf jeden Fall oben dann irgendwo auf mein Regal. Ich weiß noch nicht wohin, weil momentan habe ich wenig Platz da oben zwischen den Panzern. Da müsste ich wenigstens mal einen ausmustern. Da muss ich mal gucken, wo ich den hinbringe. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Klemmen da draußen. Denkt daran, schaut mal bei dem Museum vorbei, guckt rein. Auch nicht nur die Reportagen, die ihr auf YouTube seht, zu den einzelnen Panzern, wenn ihr daran interessiert seid, sondern auch mal direkt live vor Ort. Es lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt gesund da draußen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.